geht's denn jetzt? Du machst ihn ein bisschen höher. Ach, es geht ein bisschen besser, ein bisschen schwindelig und der Fuß tut weh. Okay, was ist genau passiert? Mir wird auch... Entschuldigung, dass ich das so sage, aber Sie sind ja auch irgendwie verkleidet. Kommen Sie irgendwie von... Wir kommen aus dem Jahr 2050. Wir kommen aus dem Jahr 2050. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber wir waren auf so einer Roleplay-Convention. Die beiden Jungs, die stehen da so ein bisschen drauf, da verkleidet man sich. Man ist so eine riesige Fangemeinde und lebt dann quasi wie in ein paar Jahren, so wie in der Zukunft. Und dabei ist Max ein bisschen schwindelig geworden. Mhm. Und dann hat er gerade so eine Eisenstange angebracht, weil das sollte unsere Unterkunft werden. Und ja, dann ist sie dem auf den Fuß gefallen, weil ihm halt schwindelig wurde. Und dann haben wir auch schon den Rettungswagen gerufen, weil er irgendwie weg war. Okay. Jetzt im Moment, ist sie immer noch sehr schwindelig? Das ist ein bisschen besser, aber immer noch so ein bisschen schwummerig im Kopf. Können Sie 172, sagst du? Ich messe mal Fieber. Ja, können Sie mich einmal anschauen und dem Finger einmal folgen? Das geht? Das geht. Sehen Sie Doppelbilder oder so? Nein. Für uns war zunächst völlig unklar, was denn eigentlich zu seinem Kreislaufzusammenbruch geführt hatte. Und es war auch die Rede, dass er irgendwie einen Hitzschlag erlitten hatte, was mir dann doch aber schon so einige Fragen aufgeworfen hat. Gibt es bei Ihnen irgendwie Vorerkrankungen? Ich hab manchmal ein bisschen Bluthochdruck, aber jetzt nichts Wildes. Und was mich ein bisschen wundert, es ist jetzt nicht 40 Grad oder so. Haben Sie schon mal einen Kreislaufzusammenbruch gehabt? Ja, wenn's warm ist oder bei körperlicher Beanstrengung kam es schon einmal vor, ja, dass ich da zusammengebrochen bin. Nehmen Sie Medikamente? Nein. Bei einem Verdacht auf einen Hitzschlag kann jeder erste Hilfe leisten und ist auch sehr wichtig. Man sollte zunächst die betroffene Person aus der direkten Hitzeeinwirkung herausbringen. Also sie sollte sich in den Schatten legen. Dann sollte man, wenn es geht, enge Kleidung öffnen. Und man sollte, wenn es geht, sie auch schon etwas kühlen. Also wenn man kalte Tücher hat, kann man sie auf den Körper des Patienten legen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass man den Patienten animiert, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Temperatur muss noch weiter sinken, auf jeden Fall. Sind die noch kalt? Mhm. Ja. Entschuldigung, Sie sagen mal, wenn das wehtut, ja? Kriegen Sie leicht blaue Flecke oder? Ja, also ich kriege schon schnell blaue Flecken. Okay. Und dann auch. Also Sie sehen ja, das ist schon ordentlich blau, ein Hämatom, also hat sich Blut angesammelt. Sieht meistens von außen schlimmer aus, als es eigentlich ist. Anmelden? Genau, ich würde nichtsdestotrotz, wir müssen eben ausschließen, dass Sie sich irgendwas gebrochen haben, würde ich es auf jeden Fall gerne röntgen. Ja, das können wir bei uns hier machen. Und dann schauen wir weiter. Aber ich denke am ehesten, ich will noch nicht so viel Hoffnung Ihnen geben, aber ich denke, dass Sie da Glück im Unglück gehabt haben. Gott sei Dank. Ja, zum Glück. Sie sehen schon echt cool aus. Danke. Und dann bei der Hitze und dann so warm angezogen. Ja. Hat er auch sowas an? Hast du schon mal Röntgen angerufen? Ja, habe ich schon angerufen. Ja, super. Also Röntgen ist frei. Nach dem Röntgen soll die Assistenzärztin noch herausfinden, dass nicht etwa die warme Verkleidung der Grund für Max' Hitzschlag war. Doch zunächst sieht Anna Moschkowitz nach der Brandwunde einer weiteren Patientin. Die Tochter der 48-Jährigen weiß allerdings, dass dies nicht die einzige Verletzung ihrer Mutter ist. Jetzt noch mal langsam, damit wir alles mitbekommen. Also ich habe mir die Hand ein bisschen verbrüht. Ich habe jetzt im Moment auch sehr viel zu tun. Ich habe einen Geburtstag vorzubereiten. Also es ist jetzt nichts Wildes. Okay, Moment. Also, so kleine Wehwehchen. Nur die linke Hand? Ja, nur die linke Hand. Darf ich einmal? Das ist das Kühlpack? Ja, das nehme ich Ihnen so lange. Danke. Ja, man sieht es schon. Aber ich sag mal so, Sie haben da eigentlich Glück im Unglück. Ne? Sie sehen ja schon, die Hand ist gerötet. Man unterscheidet bei Verbrennungen verschiedene Schweregrade, ersten, zweiten, dritten Grades. Bei Ihnen sieht es mir so aus, dass Sie am ehesten, Sie haben ja wirklich großflächig und diese Rötung wahrscheinlich ersten Grades, minimal vielleicht 2a, zweiten Grades, aber... Und sie direkt gekühlt. Bei Frau Stöbel hatte man den Eindruck, dass sie die ganze Geschichte so ein bisschen runtergespielt hat. Ja, wie das bei einer Hausfrau so ist, man hat sich eben gerade ein bisschen verbrüht. Aber die Tochter war da schon wachsamer und hat auch gut geschaltet. Genau. Meine Tochter, die ist immer so ein bisschen... Also übereifrig. Nee, es ist schon richtig, dass sie hierher gekommen sind. Auf jeden Fall, man sollte Verbrennungen sich dann
auch mal. Hier hat sie auch noch am Finger geschnitten. Das ist mir auch noch wichtig, dass sie das nicht anschauen. Okay. Die ist sehr ja, das ist, glaube ich, meine Mama. Ja, aber das ist echt nichts Auch Wildes. Gerade? Nee, vor zwei Tagen. Ich habe Hähnchengeschnetzeltes gemacht und habe mich halt beim, als ich das Hähnchen geschnitten habe, geschnitten. Aber das ist auch nichts Wildes. Das ja, doch, schon mal also vor, das ist schon ne? ordentlich. Ja, ich habe es auch gekühlt. Und wie lange ist das her, sagen Sie? Zwei Tage so ungefähr. Es klopft halt ein bisschen. Ja, sehen Sie mal. Warm, aber das Klopfen ist schon immer ein Warnzeichen, oder? Das wird sich wahrscheinlich entzündet haben, sieht mir so aus. Okay. Es ist auf jeden Fall gut, dass Sie das zeigen. Das soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das tut sie immer. Sie hat auch Stress, ne? Darf ich jetzt übertreibst du das. Ist auch ein bisschen überwärmt. Ich würde sagen, wir machen mal einen Abstrich. Also, du bist schon, denkst schon viel zu schnell mit. Das sieht ganz schön heftig aus. Ja gut, wir haben 20 Personen zu Hause. Ich bin jetzt, machen Geburtstag, also... Du musst aber mal runterfahren. Also, ja, ich bin unten. Also. Entschuldigung, das tut immer noch weh wahrscheinlich. Die Patientin hatte mir dann erzählt, dass sie sich beim Schneiden von Hähnchenfleisch in den Daumen geschnitten hatte. Hier muss man beachten, dass Hähnchenfleisch sehr oft mit dem sogenannten Campylobacter infiziert ist. Wenn man Geflügel unsachgemäß verarbeitet, dann kann es zu einer Kontamination, also zu einer Verschmutzung mit diesem Erreger kommen. Und das kann dann zu Wundinfektionen oder auch zu Durchfallerkrankungen führen. Ich habe mich schon so oft in den Finger geschnitten oder so, also dafür jedes Mal zum Arzt. Also nee, aber in diesem Fall sehen Sie mal, ne, das sieht schon entzündet aus. Ja, ich habe nur gedacht, das ist vielleicht so ein kleiner, tiefer Schnitt. Also, ich meine, dass es warm ist und ein bisschen pocht, klar, aber. Also folgendes: nicht zwei gedacht. Wir schreiben Ihnen ein Antibiotikum auf, das bekommen Sie oral, das heißt, Sie können einfach Tabletten schlucken. Ja. Wir werden es noch steril abdecken und den Abstrich werden wir noch auswerten. Und je nachdem, was Sie für ein Keim haben, können wir dann das Antibiotikum, was Sie bekommen, eventuell noch ändern. Ja. Dass es einfach noch besser auf den jeweiligen Keim wirkt. Mit dem richtigen Antibiotikum wird die Entzündung in Giselas Finger schnell zurückgehen und die Familienfeier ein voller Erfolg. Für Patient Max gibt es nach dem Röntgen hingegen noch nichts zu feiern. Besonders die Blutwerte des Rollenspielers bereiten Anna Moschkowitz Sorgen. Hier sehen Sie die Fußknochen, das sieht alles super aus. Kein Hinweis auf einen Bruch oder so. Und hier die Mittelfußknochen, da wo das Hämatom ist, war ja dieser Bereich, sieht auch alles sehr gut aus. Ja, Glück gehabt. Also das ist am ehesten eine Prellung. Wie gesagt, da war es wirklich so, es sieht einfach schlimmer aus, als es ist. Einfach kühlen. Genau, kühlen, ruhig halten die nächsten Tage. Wenn Sie merken, es wird schlimmer, dann sich noch mal vorstellen. Aber ich gehe davon aus, dass das alles sich bald erledigt haben sollte. Was mir aber nicht so gut gefällt, sind Ihre Blutergebnisse. Und zwar gab es da ein paar Auffälligkeiten. Und zwar sieht es mir so aus, dass die Funktion der Nieren ein bisschen eingeschränkt ist. Nicht dramatisch, aber eben nicht Ihrem Alter entsprechend. Das heißt, ich würde bei Ihnen gerne einen Ultraschall machen, mir das mal anschauen. Ja. Ja, erstmal kein Grund zur Sorge, aber ich möchte es gerne abklären. Stimmt, nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, Wir schauen uns das an, ich kann dazu noch nichts sagen, aber die Werte an sich sind jetzt nicht stark besorgniserregend, aber trotzdem abklärungsbedürftig. Ja, es bringt ja nichts, wir schauen jetzt einmal kurz drauf und dann übersehen wir irgendwas, das wollen wir halt nicht. Nein, das muss er hier behalten, aber er kann schon heute dann auch wieder gehen, oder? Weil wir wollen auf die Convention. Und, ich denke, das wird eher nicht so sein. Können wir das nicht, nächste Woche machen, dann so, dass wir zumindest da hingehen können? Nee, also, er ist ja jetzt auch hier. Dass wir das aber also, das ist doch jetzt wirklich nicht so wichtig. Die Gesundheit geht halt wirklich Max vor. Max fliegt hier, ist hier im Krankenhemd, ihm geht's nicht gut und du möchtest auf die Convention zurück. Geht das denn bei dir? Auf gar keinen Fall. Können Sie die Beine einmal rübertun? Nein, ein bisschen lassen mich da hinsetzen. Genau, perfekt. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Macht gerade, was ihr wollt. Viel Spaß noch. Ja. Was ist nicht? Ui. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht, die letzten Tage war er schon. Er hat gerade nicht so viel Verständnis, glaube ich, für ihre Situation. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Immer so beladen und so schnell. Reg dich nicht drüber auf jetzt, ist egal. Als klar war, dass der Herr Lichter noch bei uns bleiben muss, dass das alles noch abgeklärt werden muss, ja, da hat der Freund, er wollte das gar nicht verstehen. Er wollte noch wieder zu der Convention zurück. Ich konnte es nicht nachvollziehen, dass er so reagiert hat. Ich fand es nicht in Ordnung. Er hat die Situation gar nicht ernst genommen, wie es Herrn Lichter jetzt wirklich geht. Ja, und hat dann wirklich die Notaufnahme verlassen. Also, das Ultraschall sieht sehr gut aus. Da konnte ich jetzt nichts Auffälliges sehen. Ich konnte keine
keine Zysten sehen, also keine flüssigkeitsgefüllten Hohlräume. Ich konnte sonst keine Raumforderungen sehen. Aber trotzdem würde ich das gerne weiter abklären. Sie wissen vielleicht, es gibt bei uns im Krankenhaus auch Spezialisten für die Niere. Das sind die sogenannten Nephrologen. Ja, die haben sich einfach auf die Niere, auf die Nierenfunktion spezialisiert. Ich würde Sie da überweisen. Also ich würde den Kollegen Bescheid sagen. Sie müssten einmal, oder wir würden auf Station auch anrufen, dass Sie bei uns bleiben können. Wir würden auf jeden Fall noch ein CT machen. Ein CT, das kennen Sie wahrscheinlich, ist einfach eine Bildgebung, die noch sehr viel genauer die Niere zeigt als ein Ultraschall. Eine Urindiagnostik würden wir machen und wie gesagt, Ihr Blut noch ein bisschen genauer untersuchen. Am besten alles, was irgendwie hilfreich ist. Genau. Aber jetzt keine Auffälligkeiten. Nee, das sieht erstmal gut aus, aber ich möchte, man hat eben gesehen, dass Ihre Nierenfunktion eingeschränkt ist und ich möchte es einfach abklären. Max ist enttäuscht, dass sein bester Freund sich auch nach der Untersuchung nicht mehr meldet. Am folgenden Morgen ist aber zumindest die Freundin des 25-Jährigen wieder an der Seite des Rollenspielers. Und ihre Unterstützung wird der junge Mann gleich brauchen, denn die Bilder der Computertomographie sind da. Hallo. Wie geht's Ihnen? Ja, schon besser. Schon besser? Ja. Sie sehen auch schon viel besser aus, muss ich sagen. Der Fuß pocht zwar noch ein bisschen, aber ja, ich fühle mich schon besser. Das wird leider auch vielleicht nur ein paar Tage so sein. Ja, aber Sie müssen aufpassen, ne, wenn es mit dem Pochen stärker wird. Mhm. Auch Bescheid sagen. Ja. Es sollte nicht schlimmer werden, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja. Nee, ich lege ihn ja hoch und wir kühlen ausreichend. Aber jetzt zu Ihrer Niere. Ja, wir haben ja das CT gemacht, wir haben eine Urinuntersuchung gemacht und haben mal das Blut genauer angeschaut. Also, das ist wie gesagt das CT. Ja, hier sehen Sie, kann man sich immer ganz gut orientieren, die Wirbelsäule. Und hier links und rechts, das sind die Nieren. Ja, Sie sehen da jetzt wahrscheinlich nicht viel drauf. Sie müssen sich jetzt darauf verlassen, dass ich Ihnen sage, da ist alles in Ordnung. Das sieht erstmal. Genau, es sieht also, ne, die sehen hier im Seitvergleich auch beide gleich aus, keine Vergrößerung. Ganz wichtig für uns war auch, dass Sie keinen Tumor haben, keine Raumforderung, keine Zysten. Alles gut, sieht wirklich gut aus. Dann die Urinuntersuchung, die hat eigentlich nur gezeigt, dass Sie ein bisschen, sehen Sie hier schon rot markiert, ein bisschen zu viel Eiweiß ausscheiden. Das ist aber so nicht schlimm, das muss man nur beobachten. Okay. Das ist halt, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, tritt das recht häufig auf. Und ja, das Labor, also die Blutuntersuchungen haben uns auch nicht viel Neues gesagt, außer eben, dass Ihre Nierenfunktion leichtgradig eingeschränkt ist. Wir gehen am ehesten davon aus, dass Sie so eine angeborene Niereninsuffizienz, also eine angeborene Nierenschwäche haben. Was heißt das jetzt? Ist das was Schlimmes? Nee, es ist nicht schlimm. Brauche ich eine neue Niere? Nein, um Gottes Willen. Also Sie brauchen keine neue Niere, Sie müssen nur Ihre Lebenssituation ein bisschen anpassen. Man muss sich vorstellen, dass die Niere ja für unseren Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalt zuständig ist. Und da dies bei Herrn Lichter nicht mehr ganz optimal reguliert wird, hat das natürlich auch Auswirkungen auf seinen Flüssigkeitshaushalt und damit auch auf seine Kreislauffunktion. Was bedeutet, dass er bei körperlicher Anstrengungen leichter mal zur Überhitzung neigt. Wenn Sie aus dem Krankenhaus raus sind, ist es wichtig, dass Sie darauf achten, immer genug zu trinken und auch schon dann, bevor Sie eigentlich Durst haben. Weil wenn man Durst verspürt, ist es eigentlich schon so, dass der Körper schon zu wenig Flüssigkeit hat. Ich achte dann drauf. Genau, Sie achten drauf. Ja, und dann ist es auch wichtig, dass Sie regelmäßig zum Nephrologen in Kontrolle gehen. Hallo. Hi. Hallo. Hi, Georg. Hey, wo gehst du hin? Ich will euch gar nicht stören. Tust du nicht, komm doch her. Ja. Alles gut. Wir haben eigentlich nur gute Ergebnisse bekommen, so einigermaßen. Ja, schon. Eigentlich kann man das so sagen. Okay. Was ist los? Ich bin noch ein bisschen genervt. Mich stört es einfach, dass wir immer zu dritt unterwegs sind. Deswegen wollte ich auch jetzt eigentlich wieder gehen, weil ich will euch da nicht stören. Weil ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich immer wie das fünfte Rad am Wagen. Seit wann hast du das? Ich dachte eigentlich, es wäre ganz cool zwischen uns allen. Wir haben doch auch voll gerne was unternommen und so. Natürlich gönne ich euch eure Beziehung, aber irgendwie, wir sind seit klein auf immer zusammen unterwegs gewesen, waren zusammen auf unseren Conventions, haben zusammen unsere Zeit verbracht und aber weiß nicht, seitdem du jetzt da bist. Ändern. Ich kann die Reaktion von Herrn Müller schon verstehen, dass er so ein bisschen verhalten war und ja, es war halt eine lange Freundschaft. Die beiden haben immer alles zusammen gemacht und seitdem der Herr Lichter eine Freundin hatte, ja, war alles nur noch zu dritt und er musste seinen Freund teilen. Ich kann es verstehen, dass er das Ganze eigentlich nicht so gerne hatte, aber ich denke, die drei finden einen guten Weg. Pass auf, ihr beide spielt, ich besorg dir was zu trinken, du sollst eh viel trinken und mit den Conventions schauen wir einfach mal. Ich finde es zwar witzig und ganz verrückt, aber vielleicht macht ihr das einfach unter euch aus. Ich möchte euch da auch nicht eure Männersachen wegnehmen, deswegen. Schön, dann haben wir auch ein bisschen Zeit für uns. Also, genau. Alles ja, gut, ich gehe was zu trinken besorgen und bei uns auch alles cool, oder? Okay. Ciao, bis später. Bis später.
Zwei Tage darauf durfte Max die Klinik verlassen. Durch Anpassung seiner Ernährung und häufiges Trinken hat er keine Beschwerden mehr. Seit die Jungs wieder regelmäßig etwas alleine machen, haben auch alle wieder Spaß an Treffen zu dritt.